Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Als Softwareentwickler aus Leidenschaft hatte Steffen Bienas, der ist jetzt 39, schon in jungen Jahren den Traum, mit Software ein Vermögen zu verdienen. War damals noch Bill Gates das Vorbild, hat er dann doch mit kleinen Brötchen begonnen. Mit 11 Jahren begann er zu programmieren, gründete mit 18, noch zur Schulzeit, seine erste Softwarefirma im Bereich Foto- und Videobearbeitung, die bis heute mit mehreren Mitarbeitern übrigens besteht. Durch das Interesse am Geld zog ihn dann die Börse magisch an. Nach einem unglücklichen Start am neuen Markt war aber für viele Jahre wieder Ruhe, bis dann der Forex- und Kryptomarkt sein Interesse weckte. Mit selbstentwickelten Trading-Bots lernte er unter anderem viel über Erfolgsstatistik beim Trading. Als er dann Ende 2018 mit dem Optionshandel in Kontakt kam, erkannte er sofort den statistischen Vorteil, den diese Methode gegenüber dem normalen Aktienkauf hat, und vertiefte sich in dieses Thema. Obwohl der Optionshandel an sich recht spannend ist, fallen mehrere Trades pro Woche an. Daher ist das Tracking derselben essentiell, um korrekte Entscheidungen treffen zu können. Die Berichte, die der Broker hier bereitstellt, sind dafür leider nur ungenügend und die manuelle Pflege der gehandelten Positionen in Excel ist mühselig und sehr zeitaufwendig. Es liegt in der Natur eines Softwareentwicklers, eher 2 Wochen etwas zu programmieren, als 2 Tage lang Zahlen abzutippen. Und so begann Steffen eben recht schnell damit, einen automatisierten Import der Trades mit automatischer Gruppierung der zugehörigen Aktien zu implementieren. Daraus entstand dann das Visual Trading Journal, das er letztendlich im April 2021 öffentlich vorstellte. Mit seiner Ende 2020 gegründeten Firma, der Source Cloud GmbH, entwickelt und vertreibt Steffen jetzt diese Software. Und darüber reden wir auch ganz genau heute. Mein lieber Steffen, herzlich willkommen. Schön, dass du auch mal im Panzerknacker-Studio bist. Wir sind ja schon seit einigen Jahren miteinander verbandelt. Ich habe ein bisschen Sonne im Hintergrund, aber das ist schön. Die scheint uns auch aus dem Herzen. Und mein Lieber, unter anderem bin ich auch Kunde deiner Fotofirma. Jetzt reden wir aber tatsächlich über den Optionshandel und du hast kein Bot programmiert, sondern einfach in Anführungszeichen nur ein Trading-Journal. Die erste Frage ist immer die wichtigste: Wie geht's dir denn überhaupt? Ja, mir geht's natürlich wunderbar, weil ich auch bei dir hier sein kann, wenn auch aus der Ferne. Ist ja wunderbar, wie man das heutzutage hier machen kann. Ich sehe dich ja hier sogar. Ja. Die meisten werden uns dann nur hören, aber schön, dass man das jetzt so machen kann. Ja, also geht sehr gut. Ich habe voll Bock drauf, hier über das Thema Optionshandel zu sprechen und eben insbesondere, wie man das besonders übersichtlich und schön machen kann mit meiner Software. Lass uns doch mal vorne anfangen. Ja, was ist eine Option? Oh, eine Option. Ja, eine Option kann man auch so ein bisschen als, naja, wie eine Versicherung verstehen. Letztendlich ist es so, es gibt ja immer 2 Seiten. Der eine verkauft die Option und der andere kauft die Option. Ja. Und in der Strategie, die ich insbesondere habe und die auch in dem Trading-Journal besonders gut unterstützt wird, bin ich der Verkäufer der Option. Der nennt sich auch Stillhalter. Und ja. Damit verkaufe ich jemandem anders die Versicherung, dass er zum Beispiel eine Aktie zu einem bestimmten Preis innerhalb eines Zeitraums von, sagen wir mal, 2 Wochen bei mir, also an mich verkaufen darf. Das ist für ihn eine Versicherung, dass falls der Markt fällt, dass er dann seine Aktie zu einem festen Preis aber noch loswerden kann. Und für diese Versicherung zahlt derjenige Geld. Das ist, da geht es dann zum Beispiel um ungefähr 1% von der von dem Aktienvolumen. Ja. Und ja, und das gibt es auch in die andere Richtung. Also das eine ist eben die Versicherung gegen den Fall nach unten. Das andere ist dann, ja, dass man profitieren kann von dem Anstieg. Insbesondere. Und also das erste wäre eine Put-Option, das andere eine Call-Option.
Und wenn man eben auf der Verkäuferseite der Option steht, dann ist man so ein bisschen die Versicherungsgesellschaft selbst. Und wir wissen ja alle, wer eigentlich der Gewinner ist. Das ist, die Versicherungsgesellschaft würde uns die nicht verkaufen, wenn sie da nicht unterm Strich profitieren würde. Okay. Wenn das so einfach ist, warum macht es nicht jeder? Ja, die Frage, die stellt man immer nur dann, nachdem man davon erfahren hat. Die wenigsten kennen das überhaupt. Und es ist auch nicht so, dass man das bei jedem Broker handeln kann. Man muss man braucht eigentlich irgendwie eine Einführung in das Thema. Und nachdem man diese Einführung bekommen hat, dann fragt man sich eigentlich, ja, warum machen das nicht alle so? Weil letztendlich ist es auch nicht viel anders, als wenn ich eine Aktie direkt handeln würde. Halt wie zum Beispiel eine Limit Order, nur dass ich dafür bezahlt werde. Okay, du zielst also auf die Gebühr, die man dir für die Bereitstellung der Option zahlt, ab und gar nicht darauf, dass du, dass die Option schlagend wird. Also ich hoffe, dass die Option verfällt und ich also nicht eintreten muss in den Vertrag sozusagen. Das ist die Grundannahme. Und ja. Wenn man jetzt mal so rein statistisch da drauf schaut, dann muss ich ja nur dann rein, wenn die Aktie fällt. Aber es gibt ja noch zwei andere Möglichkeiten. Die könnte einfach gleich bleiben innerhalb der 2 Wochen. Die könnte aber auch steigen. Das heißt, ich habe schon mal ganz einfach in 2 von 3 Fällen meine Prämie gewonnen, verdient und muss nichts dafür weiter leisten. Ich muss halt nur 2 Wochen mein Geld bereithalten für den Fall, dass ich eben doch die Aktie kaufen muss. Okay. Du hast gesagt, man kann nicht bei jedem Broker handeln. Bei welchem Broker kann man Optionen handeln? Also da gibt es letztendlich nicht so viele. Am bekanntesten ist dort Interactive Brokers. Und weil das eben der ist mit einer sehr, also mit sehr günstigen Gebühren und dieser viel umfangreichen Schnittstelle, die ich letztendlich über das Virtual Trading Journal anzapfen kann, letztendlich landen die meisten irgendwie, die mit Optionen zu tun haben, bei Interactive Brokers. Verstehe. Ich habe mir mal was rausgesucht, damit wir das nochmal erklären können. Das kommt von linksbroker.de. Die Frage ist, wie funktioniert eine Option? Und die schreiben, der Ausübungspreis einer Option ist der Kurs, für den der Inhaber einer Option den zugrunde liegenden Wert verkaufen oder kaufen kann. Nach Ablauf der Optionslaufzeit bestimmt der Optionsinhaber, ob er sein Recht ausübt, um zum Ausübungspreis zu kaufen oder zu verkaufen. Ich habe kein Wort verstanden, Mann. Ja. Sensationell. Also eine Option, ja. Was ist es denn jetzt? Wie funktioniert die? Ja, also wie funktioniert die? Also am einfachsten ist es tatsächlich zu verstehen als derjenige, der die Option kauft. Weil das ist so ein bisschen logischer. Also du kaufst die Option und sicherst dir damit das Recht innerhalb einer bestimmten, also bleiben wir mal ganz konkret bei einer Put-Option, da sicherst du dir das Recht innerhalb einer bestimmten Zeit deine Aktien zu einem bestimmten Preis an mich verkaufen zu können, wenn ich der Verkäufer der Option wäre. Ja. Und dafür, für diese Sicherheit, die du hast, musst du eben was bezahlen, die Optionsprämie. Und innerhalb dieser 2 Wochen kannst du, und davon hängt ein bisschen davon ab, ob es jetzt um amerikanische oder europäische Optionen geht. Bei den europäischen ist es genauso, wie da auf der Webseite steht, dass die am Ende die Entscheidung fällt, ob die ausgelöst wird oder nicht. Und bei amerikanischen Optionen kann der Optionsinhaber die jederzeit auslösen innerhalb dieses Zeitraums. Also sollte jetzt die Aktie stark gefallen sein, dann ist es für den natürlich sinnvoll, diese Option jetzt auszulösen. Damit fließt bei mir im Depot Geld weg und Aktie kommt rein. Ja. Und ja, dann habe ich Aktien. Cool. Aktien haben ist eine gute Sache.
Natürlich verkaufe ich Optionen nur für Aktien, die ich auch haben will. Aha. Das heißt, egal ob sie verfällt oder nicht, dir geht's gut. Sozusagen. Und ich kann ja das Spiel dann weiterspielen. Jetzt habe ich Ja. die Aktie und jetzt gibt es ja auch diese Call-Option. Mit der Call-Option, wenn die jetzt jemand kauft, dann kann er meine Aktie zu einem bestimmten Preis mir abkaufen. Und ich sage einfach, okay, ich bin bereit. Ich verkaufe dir eine Call-Option. Ich bin bereit, die Aktie zu dem Preis, zu dem ich sie eben gekauft habe, dir wiederzugeben. Innerhalb von 2 Wochen. Und dafür zahlst du mir mal bitte jetzt was. So. Und Das sollte heißt, also jetzt die Aktie wieder steigen, dann werde ich sie wieder los. Aber ich habe schon wieder diese Prämie bekommen. ja, also spätestens nach der Call-Option gehst du wieder mit Gewinn aus der Sache. Das hängt immer davon ab. Es könnte sehr weiter fallen oder gleich bleiben, noch unter meinem ursprünglichen Kaufpreis. Und dann mache ich das Spielchen halt nochmal im nächsten Zeitraum. Und jetzt haben wir jetzt schon mal in diesem Beispiel zwei Dinge getan. Nee, eigentlich drei Dinge. Wir haben zuerst einen Put verkauft, wir haben dann die Aktie gekauft und wir haben dann einen Call verkauft. Ja. Und jedes Mal ist irgendwie Geld geflossen. Ja. Und um das jetzt übersichtlich zusammenzuhalten, weil es bezieht sich ja jetzt auf eine Aktie, sagen wir mal beispielsweise Apple. Um das jetzt zusammenzuhalten, dafür ist das Visual Trading Journal halt da. Es sagt dir, genau bei Apple hast du diese drei Aktivitäten gemacht, und zwar dann und dann, und da ist so und so viel Geld geflossen. Und wenn du die ganzen Prämien jetzt alle zusammenzählst und die dir mal anschaust, dann wäre ja dein effektiver Einstiegspreis vielleicht $2 unter deinem wirklichen Kaufpreis, was du für die Aktie bezahlt hast, weil den Rest hast du ja in Form von Prämien bekommen. Und so weißt du immer, wo ist eigentlich dein Break-Even in der Position. Ja. Und sollte es jetzt eben mal so ein bisschen, naja, ein bisschen nicht so gut laufen am Aktienmarkt, dann ist es halt ganz schön, wenn ich weiß, ich kann zu meinem Break-Even immer einen Call setzen, weil einen Call verkaufen, weil ich ja dann, sollte ich die Aktie loswerden, zu dem Preis trotzdem keinen Verlust gemacht habe. Ich habe zwar dann jetzt auch keinen Gewinn gemacht, aber es hängt natürlich immer ein bisschen von der Strategie ab. Ein ganz wichtiger Punkt ist ja erstmal, verliere kein Geld. Regel Nummer 1. Regel Nummer Genau. 2. Vergiss nie Regel Nummer 1. Richtig. Und um eigentlich zu wissen, ab wann ich kein Geld verliere, ist das Trading Journal eben wirklich enorm wichtig, Jetzt weil müssen wir ich mal ab. sagen, dass es das noch nicht auf dem Markt gab. Also die Broker oder der Broker oder kein anderer stellt das so zur Verfügung. Also du kriegst halt nur eine lange Liste von deinen Trades und ja, du hast ja dann nicht nur Apple dabei, sondern dann hast du noch irgendwelche anderen Aktien und das mischt sich ja dann alles wild. Dann laufen diese Optionen ja eben immer eine gewisse Zeit, eine Woche, 2 Wochen, einen Monat oder noch länger. Ich mache es so mehr so, dass die dann so im Bereich 2 Wochen, selten mal eine Monatsoption dabei. Ja. Und deshalb habe ich halt jede Woche verfallen dann oder gibt es dann halt neue Trades. Das sind dann vielleicht 10, 20 Trades, die in einer Woche kommen und die per Hand zu verfolgen, ist schon echt eine Qual. Können wir da was sehen? Nee, ne? Wie bitte? Die Software selber können wir jetzt nicht sehen, weil du möchtest natürlich nicht dein eigenes Journal öffnen. Ich kann ein Muster zeigen. Mach mal, also meine Lieben, wir sind hier gerade auch am Video aufzeichnen. Wenn du das jetzt über dein Podcast-Portal hörst, iTunes oder wo auch immer, dann hast du die Möglichkeit, auf dem Panzerknacker YouTube-Kanal oder auf der Panzerknacker-Webseite dir das Video hierzu anzuschauen. Und dann kannst du jetzt auch mal sehen, Steffen teilt jetzt mal seinen Bildschirm. Und dann, wenn du bereits im Optionshandel bist oder noch nicht oder dich dafür interessierst, dann schau dir mal an, was er uns hier jetzt zeigt. So, dann gucken wir mal, dass wir das hier den Bildschirm geteilt kriegen. Jawohl. So,
Vielleicht gibt es noch eine wichtige Information zum Thema Optionen handeln. Und zwar redet man dort immer, also eine Option bezieht sich immer auf 100 Aktien. Das ist also immer ein größeres Paket, was man dort handelt. Das heißt, eine Aktie, die zum Beispiel $50 kostet, wenn ich da eine Option drauf verkaufe, ich bekomme ungefähr 1%, dann kriege ich $50 Prämie und ich rede von einem Paket im Wert von $5.000 Aktienvolumen. Mhm. Und beim Verkaufen einer solchen Option sagt der Broker, oh, du kannst ganz viele Optionen verkaufen, solange du dafür sorgst, dass du die entweder rechtzeitig zurückkaufst oder wenn dann die Aktie eingebucht wird, dann borgen wir dir auch gerne Geld. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen Sicherheit. Und Sicherheit heißt nicht hebeln. Sicherheit heißt, dass man zur Not in einem Crash das auch aussitzen kann und nicht vom Broker glattgestellt wird und nachher mit 0 Euro dasteht. Weil wenn man einmal 0 Euro hatte, da kann man auch noch 1000% machen, sind immer noch 0. Da kommt man nicht mehr raus. Und deshalb ist also eine wichtige Funktion in dem Trading-Journal zu tracken, wie viel Kapital habe ich dann durch meine offenen Optionen überhaupt gebunden. Das sieht man jetzt hier in dieser Übersichtsseite. Wie viel ist gebunden, wie groß ist mein Hebel gerade. Ich habe sogar noch ein bisschen Kapital frei und so viel ist in Aktien bereits investiert zum Beispiel. Aber was wir jetzt vorhin besprochen haben, war ja dieses Tracken der Option, der einzelnen Positionen. Und das sehen wir dann hier. Da haben wir jetzt die offenen Positionen. Und dann kann man halt sehen, was ist alles dort passiert. Zum Beispiel, wenn wir hier mal hier Colgate mal anschauen, die kann ich jetzt also hier anklicken und kriege dann alle Optionen, die, Quatsch, alle Trades, die eben zum Thema Colgate passiert sind. Hier sehe ich jetzt gerade, das passt hier nicht ganz sinnvoll zusammen. Das war hier im Januar und dann im Februar auch noch mal was und dann hier im August. Das hat wohl gar nichts miteinander zu tun. Das ist halt eine neue Entscheidung. Da kann ich die dann hier gleich splitten. Da sage ich hier neue Position beginnen. Zack, dann schneidet er mir das ab. Und das andere ist dann eine abgeschlossene Position. Mhm. So, das heißt, also wenn ich jetzt diese frischen Trades mir hier anschaue, dann sehe ich hier sofort, ich habe hier noch so eine coole Mausfahr-Markierung, das sieht man hoffentlich besser. So, da sieht man also, es gab einen Put-Verkauf, hier eine 79p, dafür floss dann so 67 Dollar, das entspricht 67 Cent pro Aktie. Dann sind ein paar Gebühren vom Broker, das kostet also $1 Handelsgebühr bei dem Broker und dann gibt es hier einen Gesamt-Cashflow, der entstanden ist. Und dann, ja, wenn ich hier sehe, hier hat dann, wurde ein Call verkauft, noch bevor die Aktie zugeteilt wurde. Das war wahrscheinlich, weil klar war, dass der Kurs jetzt inzwischen so niedrig ist, dass die Aktie eingebucht werden wird. Dann, wenn man im Voraus dann schon den Call verkauft, hat man noch ein bisschen mehr Zeitwert, den man letztendlich, bei Optionen verkauft man immer einen Zeitwert. Deshalb diese 2 Wochen. Und je weiter die Zeit ist, desto mehr Geld kriegt man letztendlich. Und da macht es eben auch Sinn, Optionen verfallen immer am Freitag. Und wenn ich das jetzt sehe, dass die verfallen wird und dann an diesem Freitag, hier, ja, das hier zum Beispiel kurz vor 22 Uhr, das ist der Stichtag der amerikanischen Börsen. 22 Uhr machen die zu, also 22 Uhr unserer Zeit. Ist also ein ganz bequemes Handeln, weil es immer schön abends dann geht. Dann halt schnell noch den Call verkauft in dem Wissen, dass der Put tatsächlich eingelöst, also zugeteilt wird und die Aktie gekauft werden muss. So, dann, was haben wir hier? Dann ist dieser, also hier sieht man jetzt, wie sich die Position aufbaut. Erst war ein Put, dann gab es einen Call und einen Put, dann ist der Put weg gewesen, nur noch der Call, dann gab es die Aktien und den Call, dann nur noch die Aktien, weil der Call zurückgekauft wurde. Und ja, hier gab es jetzt einen Transfer von Positionen. Das hat was damit zu tun, dass bei Interactive Brokers jetzt generell
ganz viele Depots nach Irland umgezogen sind. Das ist diese deshalb Trades jetzt nicht hast so du aber alle relevant. manuell gemacht, ja? Die Trades, die sind manuell. Ja. Aber die tauchen vollautomatisch hier im Trading-Journal auf, weil sie automatisch vom Broker abgerufen werden. Ich kann die auch jederzeit neu abrufen, indem ich auf den Updaten-Button klicke, dann ruft er die neu ab. Und ich muss hier nichts per Hand eintragen. Ja, und was halt ganz spannend ist, dann entwickelt sich hier so ein effektiver Einstiegspreis. Der ist jetzt hier zum Beispiel 79p, das heißt, ich bin bereit, die Aktie für 79 Dollar zu kaufen. Dafür habe ich die 67 Cent pro Aktie bekommen, also 67 Dollar bei einem Paket. Und damit wäre der effektive Einstiegspreis, sofern ich dann eingebucht werden würde, nicht mehr bei 79, sondern nur noch bei 78,33. Und ja, nachdem dann der Call verkauft ist, der hat ja auch wieder Prämie bekommen. Da gab es dann 80 Dollar für den Call. Wäre der effektive Einstiegspreis 77,52. Das heißt, solange ich die Aktie für mindestens 77,52 verkaufe, und hier der Call, der sagt ja, ich bin bereit, sie für 78,50 abzugeben, also sogar noch einen Dollar drüber, dann würde ich halt keinen Verlust machen, sondern einen Gewinn. Ja, sehr und um gut. jetzt hier so die Gedanken festzuhalten, kann ich dann natürlich auch noch so einen Kommentar machen. Könnte ich jetzt hier also schreiben, zum Beispiel Call verkauft im Wissen, dass Aktie eingebucht wird. So. Dann ist es jetzt hier mit vermerkt und dann weiß ich auch, was ich damals gedacht habe, was ja immer über die Zeit, ja, kann es ja in Vergessenheit geraten. So ein Trade oder so eine Position, die kann ja auch monatelang offen sein. Ich kann ja immer wieder Optionen verkaufen und um mich da entweder aus einem Tief rauszuarbeiten oder entsprechend immer mehr Gewinne anzuhäufen. Habe ich verstanden. Und eben dieser effektive Einstiegspreis, der dir dann zeigt, ob du im Gewinn- oder Verlustbereich bist, beziehungsweise wo du Break-Even bist, das wird vom Broker nicht zur Verfügung gestellt. Das genau. ist aber das, sogar was noch dir viel schlimmer. Unterm Strich, ja? Der Broker kennt ja nur den aktuellen Trade und zeigt dann manchmal auch ganz verrückte Zahlen an. Wie bitte? Du hast gar keine Trading-Historie. Naja, nur in einer großen, langen, langen Liste. Aber such dir da mal alle Colgate-Trades raus. Und dann addier mal die zusammen, die dann noch relevant sind, die zusammengehören. Ich verstehe. Sensationell. Was kann die Software noch? Ja, was kann sie noch? Also sie zeigt eben einerseits hier schön diese Gruppierung an, das ist ein ganz wichtiger Punkt, für die offenen Positionen, dann gibt es das Ganze für die abgeschlossenen Positionen, da sieht man dann halt, wie viel Gewinn ist dann überhaupt jetzt zum Beispiel mit, ja, in diesem Beispiel IBM gewesen, das gab hier nur zwei Trades dabei, oder AMD zum Beispiel, da gab es dann hier so einen Gewinn, der setzt sich dann zusammen aus, also hier zum Beispiel, wenn also der Gesamtgewinn ja diese 4.300 Dollar sind, kann ich hier ablesen, dass sich dieser Gewinn zusammensetzt aus 2.750 Dollar Optionsprämien und 1.500 Kursgewinne. Das ist also sehr praktisch, um mal zu sehen, was habe ich eigentlich mit einer bestimmten Aktie überhaupt verdient. Ich sehe natürlich sonst irgendwo den letzten Verkauf von der Aktie, von wie viel ich für die letztendlich die Aktien bekommen habe, das zeigt mir der Broker schon irgendwo an. Aber ich weiß nicht, was mit diese 163 Tage und 44 Trades, wie die zustande, also was da zusammengehört. Also das ist schon eine sehr mächtige Angelegenheit. Und da kann man dann eben auch sehen, wie schließe ich generell meine Positionen ab. Und wie man hier in dem Beispiel sieht, sieht es ganz gut aus. Eigentlich alle plus. Sehr cool. Die funktioniert nur mit Optionen oder kann ich auch das gleiche mit Aktien machen? Ja, ganz normale Aktien kann man auch handeln.
dann sind halt entsprechend viele Einträge, Aktienkauf, Aktienverkauf und so damit dabei. Da wird dann auch der effektive Einstiegspreis erfasst. Mhm. Aber das ist ein bisschen einfacher, als es bei Optionen der Fall wäre. Was kostet mich die Software denn? Ja, was kostet die Software? Da können wir ja hier einfach mal auf die Webseite gehen, visualtradingjournal.com. Und dort haben wir hier mehrere Editionen. Und diese Preise hier sind immer für Jahrespreise. Also die Standardedition kostet, wenn man sie jetzt einfach nur einen Monat hat, 29,90 im Monat. Wenn man das aufs ganze Jahr rechnet, sind wir bei knapp 25 Euro im Monat. Also wenn man da ein Jahresabo gleich draus macht. Und in der Standardedition kann man ein Depot verwalten und im Wesentlichen bei den höheren werden dann die Anzahl der Depots und die Anzahl der Trades, die man pro Jahr machen kann, verwalten kann, steigt dann. Und es gibt allerdings noch die praktische Funktion, ab der Pro-Version ruft er das auch einmal pro Tag automatisch ab, sodass, wenn ich dann von Interactive Brokers die neuen Trades haben möchte, ich dann nicht warten muss. Weil der Broker braucht manchmal ein paar Minuten, um die dann zu liefern. Da muss irgendwie scheinbar jemand in meinen Keller rennen und die alten Backup-Bänder einwerfen. Und deshalb ist das manchmal ein bisschen verzögert. Das ist ganz gut, wenn ich dann anfange zu traden, auch schon die aktuellen Zahlen vom Tag dann da sind. Ja. Kurse 5 Minuten bis 3000. Die 1000 Trades pro Jahr, die limitieren mich natürlich, ne? 1000. Ja, bei der Standardedition. Ja. Aber letztendlich ist es so, dass diese 1000 Trades, die kommen so für ein normal großes Depot durchaus hin. Also da ist jetzt, das ist jetzt noch nicht ein absolutes K.O.-Kriterium für diese kleinere Edition. Da muss man schon recht aktiv sein, um drüber hinwegzukommen. Jawohl. Aber es gibt genug Nutzer, die da weit drüber sind. Also das ist sehr wohl möglich. Sehr schön. Mal wieder ein schönes Beispiel, wenn man ein Problem sieht, dass man nicht vor dem Problem resigniert, sondern dass man es einfach selber löst. Deswegen war ich, obwohl ich selber noch keine Optionen handle, wirklich nicht, sehr begeistert von der Lösung, als du sie mir gezeigt hast. Mein Lieber, viel mehr gibt es darüber, glaube ich, auch nicht zu sagen, oder habe ich was vergessen zu fragen? Was gibt es noch wichtig? Ich kann berichten davon, dass ich mir das alles viel leichter vorgestellt habe bei der Entwicklung, weil es doch eine ganze Menge Sonderfälle auf dieser Welt gibt. Zum Beispiel kann es sowas geben, dass eine Aktie sich auf einmal splittet, dann ändert sich ja der Kurs, dann ändern sich die Options-Strike-Preise. Und dann kann eine Aktie sich umbenennen und dass diese ganzen Positionen dann immer noch zusammenhalten, war dann gar nicht so einfach. Ich sehe. Steckt also einiges an Arbeit drin, wenn man einen Bug findet oder eine Verbesserungsmöglichkeit und man ist Kunde deiner Software, kann man auch sehr einfach mit dir Kontakt aufnehmen und du baust es dann nach und nach ein. Genau, ich habe da schon eine Liste von Wünschen, die ich so nach und nach abarbeite. Ich habe auch selbst natürlich noch unendlich Ideen, was man da jetzt bauen kann. In der Facebook-Gruppe dazu für die Nutzer wird da auch drüber diskutiert und ich kriege natürlich auch viele Anfragen per E-Mail. Und ja, da entwickelt sich also immer alles weiter. Ach so, ja. Vielleicht auch noch eine spannende Funktion, die Ermittlung des Kapitalbedarfs, also wenn ich eine Option verkauft habe, ein Put zum Beispiel, hier, wie hier dieser bei ATVI, dann sagt er mir hier, ich brauche dafür noch $8,300, um die Aktie nachher zu dem Preis kaufen zu können, wie ich in dem Put garantiert habe. Und das dann eben immer zusammen zu haben, wie viel Kapital letztendlich gebunden ist, bezogen auf das Freie, was ich noch habe, damit ich eben nicht in den Hebel komme, ist gar nicht so einfach eben per Hand auszurechnen. Da hat man eben dann sehr viel zu tun.
Und es gibt bei diesen Optionen natürlich noch, das ist ein relativ weites Feld, was man machen kann. Man kann ja auch zum Beispiel eine Option verkaufen und sich dann zu einem etwas niedrigeren Strikepreis oder höheren, je nachdem, was das für eine Option ist, noch eine Option kaufen. Und die sichert wiederum dann die verkaufte Option ab und das nennt sich dann zum Beispiel Spread oder da gibt es dann so verrückte Namen, wenn man gleich vier von diesen Dingern zusammensetzt, dann wäre das ein Iron Condor zum Beispiel. Und die binden dann unterschiedlich viel Kapital, weil sie ja eine Absicherung mit drin haben. Und das wird hier alles vom Trading Journal erkannt und ordentlich erfasst. Sehr sauber. Den Iron Condor kenne ich übrigens aus den USA. Ja. Meine Lieben, wenn ihr mit Optionen handelt, schaut euch die Software von Steffen an. Ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man Lösungen bereitstellt. Ich meine, wer jetzt das Video gesehen hat, der versteht, dass diese Daten, die man da bekommt, voll und ganz elementar wichtig sind. Und wenn man sich dann mal vor Augen hält, dass man die sich eigentlich selber zusammensuchen muss, ist es eigentlich ein Wahnsinn. Ich finde die Preise auch fair. Und von daher unterstützen wir das hier im Panzerknacker. Meine Lieben, das war es auch schon wieder für heute. Wir müssen das gar nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich wollte euch den Steffen und sein Visual Trading Journal vorstellen. Das haben wir getan. Wir packen den Link in die Beschreibung, in die Shownotes unten. Einfach draufklicken. Da kommt ihr dann weiter. Und das Schöne ist, obwohl Steffen schon seit Jahren am Markt ist und ein kleines Team hat, der Support wird auch noch persönlich übernommen. Da sind Profis mit am Werk. Mein Lieber, du bist seit 3 oder 4 Jahren mit Optionshandel bereits recht erfolgreich. Das ist richtig, ne? Und vor 3 Jahren haben wir drüber gesprochen, kann das sein? Also ich habe 2019 begonnen mit meinem Optionsdepot Ja. im Januar 2019 und habe da auch schon recht schnell gemerkt, dass ich was Besseres als Excel brauche und habe auch recht bald dann schon begonnen, in 2019 Anfang eben diese Software zu entwickeln. Damals war es natürlich noch nicht so ein komplettes Produkt, sondern eben eher eine kleine Anwendung, die die Daten abgerufen hat vom Broker und eine Textdatei generiert hat für jede einzelne Aktie. So war das, so fing das an. Ja, und das hat sich alles gut entwickelt. Also ich muss sagen, das ist für mich die Art und Weise, Geld anzulegen, weil letztendlich Aktien kaufen, weiß ja jeder, dass das praktisch ist, dass das eine gute Anlageform ist. Und wenn ich halt Weiß immer jeder. Ich unter. habe immer noch Leute, mein Lieber, wenn ich sage, kauft Aktien, sagen die. Die gucken mich an, als ob ich gerade den Satan beschworen hätte. Ja, und das Schöne bei der Option ist eben, wenn Apple jetzt zum Beispiel bei, sagen wir mal, $150 steht, dann verkaufe ich ja nicht eine Put-Option und sage, ich bin bereit, Apple für 155 zu kaufen. Nein, ich sage, ich bin bereit, die für 148 zu kaufen. Kriege dafür dann meine Prämie und sollten die dann fallen, dann kriege ich sie halt günstiger als jeder, der jetzt zugeschlagen hätte und 150 bezahlt hätte. Ja. Also das ist einfach, naja, immer so ein paar Prozent voraus. Ich verstehe. Wie viel Prozent bist du schon im Plus dieses Jahr? Ja, dieses Jahr gut 25. Bisschen mehr, als es auf der Bank gibt, ne? Ja, das ist Finde wohl ich so. gut. Ich werde mich nochmal näher mit dem Thema beschäftigen. Es ist nicht ganz uninteressant. Ich habe es auch bei Phil Town in den USA kennengelernt. Der macht was Ähnliches. Buchautor Rule Number One, Regel Nummer 1. Und die haben wir ja heute auch angesprochen. Mein Lieber, ich danke dir für deine Zeit und für deinen Enthusiasmus, für dein schöpferisches Tun. Das ist großartig, was du da hinlegst. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, bleib gesund und wir hören uns. Na klar, wir haben Alles ja noch ein klar. paar andere Themen. Wir haben noch ein paar andere Themen, genau. Okay, danke mein Lieber, ciao, ciao.
Tschüss. So, meine Lieben, wir sind's nochmal. Es ist nämlich doch nicht vorbei. Wir haben jetzt 8 Stunden noch zusammengesessen und nach hartem Ringen hat der Steffen tatsächlich doch noch einen Panzerknacker-Code rausgehauen. Du hast hier unter diesem Video den Link zur Software und da gibst du bitte den Gutscheincode Panzerknacker ein. Wenn du auf den Link klickst, ist der schon vollständig eingetragen normalerweise und dann bekommst du nämlich einen Sonderrabatt, den der Steffen für alle Panzerknacker-Hörer und Zuschauer eingeräumt hat. Lass dich überraschen, schau mal vorbei. Jetzt ist es aber wirklich vorbei. Ne? Und wie hat man früher immer so schön gesagt bei Löwenzahn? Abschalten.